Abgerissene Dächer, beschädigte Häuser und umgestürzte Bäume. Das Sturmtief Garrett hat Großbritannien schwer getroffen. So wie hier in Stalybridge im Nordwesten des Vereinigten Königreichs waren am Mittwoch Sturmböen über das Land gefegt. Am Flughafen Heathrow hatte eine Maschine beim Landeanflug sichtlich zu kämpfen. Laut britischen Medienberichten mussten am Mittwoch mehrere Flüge gestrichen werden. Oh, 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 stop it! Auch andernorts kam es durch das Unwetter zu Behinderungen, unter anderem im Bahn- und Fernverkehr. Oh my God. Einsatzkräfte bemühten sich auch am Donnerstag, Schäden zu beseitigen. In Schottland waren laut Behördenangaben zahlreiche Haushalte ohne Strom. Örtlich brachte Garrett auch heftigen Regen mit sich. Für einige Landesteile gab es weiter eine Flutwarnung.